Die Fachhochschule Münster, speziell auch unser Fachbereich Ökotrophologie, ist sehr stark interdisziplinär ausgerichtet. Der Vorteil für mich als Lehrender liegt darin, ich kann ein neues Themenfeld zusammen mit Kollegen erarbeiten und kann also Interdisziplinarität richtig ausleben. Und das macht Spaß, weil man über den Tellerrand schauen kann, weil man sehr viel lernt selbst. Und für die Studierenden ist es ein Themengebiet, was direkt den Praxisbezug hat. Also das Besondere an diesem Projekt ist, dass wir hier verschiedene Disziplinen zusammenführen können. Unser Fachbereich Ökotrophologie und Facility Management beschäftigt sich damit, was wir essen, aber auch wie wir essen. Und wir sind abhängig mit dem, was wir essen, von der Landwirtschaft und von der Natur. Und den Studenten nochmal bewusst zu machen, wie Natur und das, was jetzt gerade auch Bienen an Leistung bringen, mit dem zusammenhängen, was wir nachher auf dem Teller haben, das macht dieses Projekt so wertvoll. Ich war ganz glücklich, weil ich Kollegen dafür begeistern konnte, die sich eigentlich mit Sensorik beschäftigen von Lebensmitteln und hier ein Feld gefunden haben, dass der Honig so unterschiedlich schmecken kann, dass eine Analytik jetzt betreibt mit Honig, eine andere jetzt unter das Mikroskop schaut und sich die Pollen anschaut und dann schaut, wie sortenrein ist denn das, was wir hier machen. Und das mit Studenten zusammen. Und die Studenten erfahren dadurch, dass die Dinge miteinander zusammenhängen. Die Bienen haben fleißig für uns gearbeitet, haben in diese oberen Stockwerke der sogenannten Beuten des Stockes Honig eingetragen. Den haben wir jetzt mit den Räumen abgenommen, ins Labor getragen und dort wird er entdeckelt. Es wird also die Wabe aufgemacht, das Wachs, die Wachsschicht weggenommen und ausgeschleudert und dann läuft der goldene Honig raus. Nun, das ist halt ein sehr ganzheitlicher Ansatz und man lernt daraus, dass normalerweise auch nicht einzelne Leute nebenher arbeiten können, sondern man braucht, wenn man ein Lebensmittel umfassend produzieren und untersuchen will, ganz viele unterschiedliche Disziplinen und die müssen alle Hand in Hand arbeiten. Ich habe mit den Studierenden zum Beispiel den Wassergehalt des Honigs untersucht. Der Wassergehalt ist wichtig für die rechtliche Beurteilung des Honigs. Nach dem Lebensmittelrecht darf Honig nur eine gewisse Menge an Wasser enthalten, sonst darf man ihn nicht verkaufen. Wir haben uns den Bereich der cremigen Honige angeguckt und uns einige Marktprodukte aus dem Handel beschafft, zum Beispiel einen Honig aus Südfrankreich, einen aus Norddeutschland. Haben die verglichen mit unserem Honig und mal geguckt, wo sind denn da die sensorischen Unterschiede. Haben zum Beispiel festgestellt, dass bei unserem geernteten Honig eine gewisse Mentholnote, Minznote besonders auffällig war, die man bei den anderen Honigen nicht gefunden hat. Es gab Waldeindrücke, es gab rapsige Noten, es gab einfach nur süße Honige. Und es ist faszinierend zu sehen, wie viele vielfältige Honigarten es dann überhaupt gibt. Über dieses Erlebnis, dass man tatsächlich den Met im Glas bis zur Biene in der Wabe zurückverfolgen kann. Dadurch entsteht eine gewisse Wertschätzung für Lebensmittel, die unglaublich wichtig ist, wenn wir nachhaltig mit Lebensmitteln umgehen wollen. Also interdisziplinäres Arbeiten heißt für mich, dass man selber Sachen mit anderen in Verbindung setzen kann. Also zum Beispiel, wenn da nachher die Pollenanalytik kommt, nochmal gucken, wie hat jetzt unser Honig geschmeckt und an welchen Pollen kann das liegen. Man hat so eine kreative Freiheit. Man kann irgendwie selber ausprobieren. Man kann auch diese ganzen Sachen, die man lernt, plötzlich mal einsetzen und gucken, wie wirkt das, wenn ich verschiedene Sachen mische und was gehört überhaupt in den Weihnachtsmehl zum Beispiel rein. Und das fand ich richtig cool. Ich bin einfach wahnsinnig dankbar, dass wir das hier machen dürfen und dass die FH halt diesen Rahmen einfach bietet und wir, ohne uns jetzt alles selbst anschaffen zu müssen, alles vorbereitet mit Fachpersonal hier erleben dürfen.
Ich habe davon mitgenommen, dass es sich lohnt, solche Projekte interdisziplinär anzugehen. Ich habe aber auch gelernt, dass man es gut planen muss, dass es deutlich mehr Organisationsaufwand bedeutet und das darf man nicht unterschätzen. In der Summe ist es aber für alle Beteiligten ein Gewinn, weil plötzlich ein neues Verständnis unter den Lehrenden passiert und die Studierenden sozusagen die Verknüpfungen schneller hinbekommen.